Heute kriegst du 5 Wege von uns, wie du profitabel Produkte im Internet verkaufen kannst. Genau genommen finden wir dir mit dir gemeinsam hier sogar profitable Produkte und zeigen dir, wie es geht. Also, bleib dran. Hi Freunde, mein Name ist Manuel González. Das neben mir ist Thomas Schüren, der Geschäftsführer der Kundenfabrik. Das ist unsere Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Düsseldorf und Berlin. Und du bist hier richtig, wenn du sagst, du möchtest gern finanzielle Freiheit erlangen, du möchtest gern ein örtlich unabhängiges Business haben, um die ganze Welt zu bereisen, du möchtest deine Leidenschaft finden und du möchtest es schaffen, dein Leben nach deinen eigenen Regeln zu leben. Weil genau darum geht es hier auf diesem Kanal und das ist meine Mission, dir dabei zu helfen, das zu schaffen. Heute ist es ein etwas sonnigerer Tag geworden in Düsseldorf, wo wir hier gerade sitzen. Wir sitzen bei uns im Büro und wer jetzt vielleicht seit längerer Zeit das erste Mal reinschaut, ja, wir haben ein neues Büro, ja, es ist in einem Hochhaus und nein, wir haben nicht die anderen Büros aufgegeben, sondern wir wachsen sehr, sehr schnell. Und deswegen freue ich mich auch heute mit dir darüber zu reden, wie du auch geschäftlich wachsen kannst, wie du nämlich schaffst, profitable Produkte im Internet zu finden. Wie macht man das? Wir haben ja letzte Woche einen Gratis-Kurs, einen Shopify-Kurs rausgegeben, wo ich auch schon zeige, wie man so ein Video bzw. wie man solche Produkte findet. Allerdings haben wir nur eine Möglichkeit gezeigt bisher und es gibt halt auch noch so ein paar Insider-Tipps, wie man gerade im Dropshipping sehr profitable Produkte findet und die wollen wir hier auch mal preisgeben, die Methoden. Wenn du noch nicht weißt, wie du diese profitablen Produkte dann genau verkaufen sollst im Internet, was du mit der Website und Shop und dies und das, das haben wir alles zum Mitklicken vorgemacht. Das sind 75 Minuten, wo jeder einzelne Klick gezeigt ist und den Link dazu findest du in der Infobox bzw. Alberto, der das Video hier gerade bearbeitet, der blendet den Link auch noch ein. Danke Alberto. Und dann würde ich vorschlagen, lass uns keine Zeit verlieren, sondern lass uns den Leuten sofort einfach 5 Produkte zeigen, die hochprofitabel sind, die sie im Internet verkaufen können. Finde ich gut. Bam, ab dafür. So, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Genau wie Manuel gerade gesagt hat, soll es in diesem Video darum gehen, wie du Bestseller-Produkte findest. Und hier gibt es einfach ein paar Möglichkeiten, wie du dir gegenüber anderen Dropshippern einen etwas unfairen Vorteil zu einem etwas unfairen Vorteil verhelfen kannst, indem du einfach gewisse Tools benutzt oder Seiten benutzt, auf denen du schneller und bessere Produkte findest als bei den meisten anderen Dropshipper. Und hier möchte ich dir einfach ein paar auf den Weg geben. Kurzum möchte ich dir noch sagen, dass wir dir bereits ein paar Produkte auf die Arten und Weisen, wie ich sie dir gerade gleich zeigen werde, bereits einige Produkte vorgesucht habe. Das sind die 187 profitablen Produkte. Falls du dir die direkt runterladen möchtest, kannst du einfach in dem Link unter der Beschreibung dir das runterladen. Das haben wir für dich fertig gemacht. Falls du noch selbst darüber hinaus ein paar weitere Produkte finden möchtest, gebe ich dir hier ein paar Möglichkeiten an die Hand, wie du das machst. Und fangen wir einfach mal da mit der ersten an. Und zwar haben wir AliExpress. Das habe ich ja im letzten Video in dem Gratis-Videokurs, falls du ihn noch nicht gesehen hast, guck ihn dir gerne nochmal an. Das ist ein kompletter Gratis-Kurs vom Shop-Aufbau über Produktrecherche bis hin zu Facebook-Marketing, wie du dein erstes Produkt findest und bewirbst. Und hier habe ich ja schon mal gezeigt, wie man hier Produkte finden kann. Das heißt, wir können hier zum Beispiel in verschiedene Nischen gehen und dann können wir uns zum Beispiel Haus und Garten oder, keine Ahnung, Mutter und Kleid, Sport und Unterhaltung. Wir haben, soweit ich weiß, in der Survival-Nische da nochmal rumgesucht für unseren Shop Survival Deals. Ich kann nochmal drauf gehen, Survival einfach als Nische eingeben und dann haben wir hier nach Bestellungen sortiert. Also hier könnt ihr eure Nische eingeben, hier nach Bestellungen sortieren und dann sind es hier die Bestseller für die jeweilige Nische. Und wir hatten jetzt zum Beispiel damals letzte Woche den Feuerstarter beworben. Kurzer Disclaimer für die Leute, die sich gewünscht hatten, dass vielleicht Survival Deals ein bisschen weitergeht. Ich würde den Shop ganz gern weitermachen, weil es auch eine Nische ist, die mich persönlich interessiert. Allerdings haben wir im Team gerade momentan sehr viel mit den aktuellen Shops zu tun, haben eigentlich momentan keine Kapazitäten, noch einen weiteren Shop weiter zu pflegen und weitere Produkte dafür zu testen. Deswegen wird Survival Deals im Moment erstmal nicht weitergemacht. Und ich habe auch die Werbeanzeigen vorerst beendet, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, später nochmal aus Survival Deals etwas machen, auch weil ich persönlich den Shop und die Idee einfach cool finde. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Nische eingegeben haben, dann macht es natürlich Sinn, nach Bestellung zu sortieren und sehen einfach hier, okay, das haben sich schon über 2000 Leute bestellt, das haben sich schon 470 Leute bestellt. Und zusätzlich kann man auch Sachen eingeben, wie zum Beispiel den Minimum- oder Maximalpreis. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest nicht mehr als $5 ausgeben für dein Produkt im Einkauf, dann kannst du zum Beispiel alle anderen Produkte aussortieren oder du kannst auch neuestens, ich würde schon empfehlen, meistens auf Bestellung zu gehen, weil das sind natürlich auch die gefragt sind und dann immer natürlich noch gucken, zum einen vielleicht von welchem Shop kommen sie, aber vor allem zum anderen auch, was für ein Rating haben sie. Also hier kannst du zum Beispiel 4 oder mehr oder auch einfach 5 oder mehr eingeben,
Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, dass du einfach hier, also ich würde dir schon empfehlen, mindestens Produkte zu nehmen, die eine 4,5 oder mehr haben, im besten Fall halt 5 natürlich, weil du ja auch deinen Kunden keinen Mist andrehen möchtest. Also das wäre die erste Möglichkeit, AliExpress, ich denke, das kennen die meisten jetzt auf jeden Fall. Eine andere Möglichkeit wäre einfach auf Amazon zu gehen und da gucken wir uns dann einfach die Amazon Bestseller an. Bestselling. So, und dann gehen wir einfach hier auf Amazon Bestseller. Und da können wir uns jetzt zum Beispiel auch verschiedene Nischen anschauen. So. Und da ist bereits alles vorsortiert. Egal, ob du jetzt zum Beispiel in Richtung Elektronik gehen möchtest oder in Richtung Outdoor. Und hier haben wir zum Beispiel Sports und Outdoor. Ist auch eine Möglichkeit. Dann ist das hier alles. Es sind dann teilweise auf Amazon etwas unspektakuläre Produkte. Das sind einfach irgendwelche Trinkflaschen und sowas alles. Das ist teilweise interessant, teilweise auch ein bisschen zu profan. Müsstest du auf jeden Fall auch nochmal schauen dann auf AliExpress, ob das so gut funktioniert, ob es interessant ist. Aber das ist natürlich gerade, wenn du auf Amazon wir sind jetzt auf Amazon.com, du kannst auch auf Amazon.de gehen und dann siehst du natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel den deutschen Markt targetierst, was gerade in Deutschland der Bestseller ist und was es da vielleicht noch Sinn machen würde zu verkaufen. Ich möchte jetzt allerdings auch nicht allzu viel Zeit auf Amazon verbringen, denn den meisten sollte das Prinzip soweit klar sein. Der dritte Weg, den ich noch zeigen wollte, ist einfach die Seite wish.com. Für die, die es nicht kennen, Wish ist eine Seite, die haben sich mehr oder weniger aufs Dropshipping spezialisiert. Die machen fast nur Dropshipping, allerdings tarnen sie es ein bisschen besser. Und ja, also im Prinzip ist alles, was du hier sehen kannst, ist reduziert. Es ist um 92%, 96%. Die machen quasi Mega-Deals und das Ding ist, dass wie bei den meisten Dropshipping-Stores du hier einfach auch deinen normalen 4 bis 6 Wochen warten musst teilweise. Und das ist völlig in Ordnung, denn die Leute sagen von Wish sagen es auch. Und ja, das ist halt auch ein sehr, sehr krass, das ist Dropshipping im ganz großen Stil. Die meisten Dropshipper, gerade Anfänger, können sich solche Preise natürlich in der Form nicht leisten. Das geht natürlich auch nur, wenn man es in einem so großen Stil macht, wie jetzt Wish.com. Und hier kannst du dich allerdings dennoch sehr gut daran orientieren, wie Wish es macht. Und zwar, wenn ich hier nach Produkten suche, das Tolle ist, dass fast alles hier auch wirklich auf AliExpress ist, weil, wie gesagt, alle hier selber Dropshipping machen. Und ich gehe dann meistens auf Neuheiten und dann kann man immer sehen, beziehungsweise auf Englisch heißt es Popular, und dann kann man sehen, was hier gerade momentan das größte Interesse der Nutzer auf sich zieht. Zum Beispiel so ein cooles Sport. Oder Uhren werden hier halt auch mal ganz groß gesehen. Genau, und dann kann man einfach mal runtergehen und sich anschauen, was Wish hier anzubieten. Ach cool, guck mal, so eine Mondlampe, die haben wir sogar auch mal verkauft. Kann ich mal kurz draufklicken. Genau. Und was ich denn jetzt zum Beispiel mache, ist dann zum Beispiel den Titel kopieren und dann einfach mal das gleiche so auf AliExpress eingeben. Und dann müsste man auch relativ zügig genau das Produkt wiederfinden. Das ist jetzt in dem Fall ist es jetzt diese Mondlampe. Genau. Und das hatten wir auch einmal probiert. Das ist ein cooles Produkt. Allerdings, zum einen ist es ein Elektroprodukt. Bei Elektroprodukten würde ich dir so oder so empfehlen, nur so ein kleiner Tipp am Rande, nicht, also erstmal vorsichtig zu sein, denn zum einen weiß man in Deutschland nicht genau, ob es dann jetzt auch wirklich in dem Sinne zugelassen ist. Ich denke, wir werden da noch ein zusätzliches Video drüber machen, was komische Produkte oder Elektroprodukte angeht. Oder genau, ein anderes Ding, wo wir halt ein Problem mit hatten, wir haben es teilweise eingekauft, ohne uns vorher da zu informieren. Stecker, das ist auch nochmal ein Ding. Manche Dinger haben eine Batterie, andere haben einen Stecker und nicht jeder Stecker ist unbedingt auch für die deutsche Steckdose geschaffen und hatten dann teilweise Kunden, die sich beschwert hatten, dass die Steckdose nicht gepasst hat und wir keinen passenden Adapter mitgeliefert haben. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr Elektroprodukte verkauft. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Gut, soviel zu Wish. Ich denke, das Prinzip sollte klar sein. Einfach hier auf Neuheiten gehen und dann hier nach Produkten recherchieren. Eine Option, die wir auch sehr oft benutzen, ist einfach auf Facebook zu gehen. Und hier gibt es einfach die Möglichkeit, dann den Produktnamen einfach hier zum Beispiel einzugeben. Sagen wir mal, du suchst jetzt nach einem speziellen Produkt oder nach einer speziellen Nische. Ich gehe jetzt mal sehr speziell, gehen wir mal auf Hundehalsbänder, also Dog Collar. Und dann, genau, gibst du sowas ein wie Just Pay Shipping, oder was du auch noch eingeben kannst, wäre sowas wie Get Yours Now, ist auch so ein sehr bekannter Spruch in Werbeanzeigen, in englischen Werbeanzeigen, oder einfach sowas wie 50% off. So,
kannst sowohl nach englischen als auch nach deutschen Begriffen suchen. Ich würde dir englische empfehlen, weil es einfach mehr auf Facebook gepostet wird. Und dann kann man sich hier die Posts anschauen und gucken, was, ob das jetzt gerade zum Beispiel von Interesse ist. Um zu gucken, ob es jetzt gerade in dem Moment von Interesse ist, kannst du auch einfach hier auf 2018 gehen oder choose a date. Und dann sagst du jetzt einfach Januar 2018, werden jetzt diese Dog Collars, diese Hundehalsbänder gerade viel gepostet oder gefeiert. Und wenn du hier nicht keine Posts von mehreren 10.000 oder Views siehst oder Likes siehst, dann ist es vielleicht momentan nicht das perfekte Produkt. Ich persönlich suche oft nach Videos und da kann man sich dann nochmal schauen. Dezember letzten Jahres, hier hast du auf jeden Fall ein paar tausend Views, ist ganz interessant. Ist jetzt gar nicht mal mehr so heiß. Ich denke, das war vor dem Winter, war es mit den Dog Collars nochmal interessanter. Jetzt werden die Tage ja schon wieder ein bisschen kürzer, deswegen jetzt würde ich das wahrscheinlich gar nicht mehr so pushen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ein sehr spezifisches Beispiel gewesen. Man kann auch einfach auf Dog gehen, also nur die Nische zum Beispiel angeben und dann einfach hier danach suchen nach Produkten, die jetzt gerade sehr interessant sind. Ein kleiner Tipp noch von mir, anstatt eine Nische einzugeben, kann man auch einfach mal ganz allgemein suchen und da kann man entweder gar nichts eingeben oder, was ich sehr gerne eingebe, ist einfach bit.ly und dann 50% off. Bit.ly ist einfach eine Seite, wo du deine Links verkürzen kannst, was sehr viele Dropshipper benutzen, und das in Kombination mit einem Schlagwort wie 50% off, siehst du einfach irgendeinen Link mit Produkten, die jetzt gerade hier vertrieben werden, und dann halt siehst du hier, okay, alles klar, das hat schon 3,5 Millionen Views, wenn ich das richtig sehe. Okay. 18k Likes ist ganz interessant. Ja, das ist so eine, wie nennt man das, Aktivkohle-Zahnpasta, die Zähne weißer machen soll. Genau, sowas in der Art. Und dann, das ist jetzt einfach nur das Erste, was vorgeschlagen wurde. Dann kann man auch mal schauen, was hier viele Likes hat. Gerade hier zum Beispiel so eine sehr krasse Strumpfhose für 75.000 Views oder alles Mögliche kann man sich hier nochmal anschauen, was hier gerade im Dropshipping interessant ist. Und dann zum Beispiel einfach 2018 eingeben, dann sieht man, was jetzt gerade viel beworben wird zum Beispiel. Und genau, da würde ich dir empfehlen, auch nochmal, da achten wir sehr drauf, weil wir auch sehr viel selbst auf Video-Views gehen, beziehungsweise auf selbst mit Videos werben. Und da ist natürlich interessant zu sehen, was für Videos es gibt, wer welche Videos benutzt und wie man seine Videos dann dementsprechend nehmen oder anpassen kann. Das wäre eine Möglichkeit, wie gesagt, noch nach Produkten zu suchen. Plus die fünfte Möglichkeit, die ich dir geben möchte, ist eine Seite, die nennt sich ecomhunt.com. Und hier kann man dann joinen. Eigentlich bin ich eigentlich schon drin. Ich werde mich mal ganz kurz anmelden. So, ich habe mich jetzt angemeldet und man kann hier einfach sich kostenlos einen Account erstellen. Das ist wichtig, einfach um sich gewisse Sachen hier anzeigen zu lassen. Wenn du zum Beispiel, also nur ganz kurz, Ecomhunt, das ist eine Seite, die bereits für euch profitable Produkte hervorsuchen, die bei anderen Shops sehr gut funktionieren und euch dann aufzeigen, warum sie gut funktionieren, wie viel Geld du dafür verlangen solltest, zum Beispiel in deinem Shop. Und genau, es kommen dann jeden Tag, lass mich nicht lügen, ich glaube, es sind zwei neue Produkte, die jetzt hier hinzukommen. Und wenn du Pro hast, du kannst dir noch eine Pro-Version holen, die ist dann natürlich kostenpflichtig, kann man hier direkt sich jeweils zwei neue Produkte dann immer vorher anzeigen lassen, bevor sie die normalen User, wie jetzt zum Beispiel wir, nutzen können. Ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig, weil so hart auf Zeit brauchen wir jetzt 3 Tage unbedingt vorher die Produkte nicht. Wir nehmen auch teilweise Produkte, die schon 7 Tage oder noch länger momentan trending und im Verlauf sind. Deswegen ist das jetzt erstmal für uns jetzt nicht so wichtig. Deswegen haben wir uns erstmal einen normalen Account erstellt. Und hier kann man sich bestimmte Produkte, die man einfach vorgegeben jetzt bekommt, schon kaufen. Und dann kann man sich einfach das anzeigen lassen, indem du hier auf Show Me The Money gehst. Und dann zeigt dir Ecomhunt, dass sowohl halt einen guten Titel, gerade wenn du eine englische Seite hast, einen guten Titel, dann noch ein kleiner Text dazu, und dann auch hier sagt es dir, für wie viel du das verkaufen sollst, wie viel die Produktkosten auf AliExpress sind und wie hoch deine Marge ist. Und so hast du auch schon mal gleichzeitig einen Benchmark oder einen, wie sagt man, einfach einen Richtwert, wonach, falls du dir nicht sicher bist, also wenn wir zum Beispiel Preise vergeben, gehe ich zum Beispiel oft einfach nach Amazon und schaue mir die Preise da an und richte mich ungefähr danach, aber viele Produkte sind auch einfach nicht auf Amazon, und hier ist es schon mal ganz cool, dass dir Ecomhunt dann einfach zeigt, wie viel du jetzt zum Beispiel dafür verlangen kannst. Genau, das wäre jetzt eine Möglichkeit,
eine andere. Wie gesagt, dann kannst du hier einfach mal durchscrollen und dir einfach mal die Produkte anschauen, die für dich jetzt interessant sind. Auf Show Me the Money gehen, dir dann die Preise anzeigen lassen. Ist auf jeden Fall ein ganz cooles Tool, was wir auch hin und wieder verwenden, um uns eine gewisse Inspiration zu ziehen. Und manchmal haben wir auch schon das ein oder andere Produkt hier gefunden, was wir auch beworben haben. Eine wichtige Sache noch natürlich, wenn wir dann hier was Gutes gefunden haben, kannst du dann auch wieder, also immer wieder zurück, man kommt immer wieder zurück auf AliExpress, gibt dann hier einfach den Titel ein und dann müsste man es auch sofort auf AliExpress finden. Ist jetzt nicht genau der Beanie, den man hier gefunden hat, aber dann kann man einfach sich das hier nochmal genau anschauen, wie gesagt, öfter nochmal auf nach Bestellung sortieren und guck mal, hier sieht man sogar genau den wir jetzt gerade gefunden haben, auch genau der Preis, den uns das gerade vorgegeben hat. Theoretisch musst du nicht genau den nehmen, wie gesagt, du kannst auch hier die Beanie Sneer, die sind teilweise sogar noch ein bisschen billiger. Denk mal, dass der ein bisschen hochqualitativer nochmal ist, aber auch gerne mal hier so ein bisschen rumspielen. Du kannst dir auch mehrere Produkte auf deinem Shop anbieten und Split testen. Das ist sowieso nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du einfach vieles Split testest und somit auch viele Produkte gegeneinander. Aber gut, so viel zu Ecom-Hunt. Das waren jetzt 5 Produkte oder 5 Wege, Produkte zu finden im Dropshipping für deinen Dropshipping-Store. Weil du bis zum Ende geblieben bist, würde ich dir noch eine weitere Methode mit an die Hand geben, einfach weil ich dich dafür auch belohnen möchte und dass du bis zum Ende geblieben bist, und zeige dir jetzt noch eine 6. Möglichkeit, wie du super Produkte oder profitable Produkte finden kannst. Eine Möglichkeit, die wir auch ganz oft nutzen, und das ist die Seite thief.co, und das ist auch eine Seite, die gerade für Dropshipper gemacht ist. Hier kannst du dann auf Dropshipping Checkout Thief Supply, und dann gehst du einfach hier drauf, und hier, das ist ziemlich cool, weil hier kannst du dir nochmal genau anzeigen, was gerade trending ist oder was gerade jetzt in dem Moment gerade gut abgeht. Du hast hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, auch wieder verschiedene Kategorien oder Nischen theoretisch, in denen du was suchen kannst, oder kannst einfach auch hier auch noch sortieren. Was wir ganz oft machen, ist einfach sortieren nach Trending, und das ist ziemlich nice, denn hier kannst du dir auch anzeigen lassen, was gerade richtig gut geht und was gerade jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen sehr, sehr beliebt ist. Das, falls du dich erinnerst, das ist genau das, was wir quasi auf Facebook gemacht haben, nur dass es auf Facebook ein bisschen umständlich war, indem wir einfach wirklich genau das Datum hier eingeben mussten, und hier siehst du dann teilweise, was jetzt im Moment wirklich gerade trending ist. Theoretisch kannst du natürlich dann auch nochmal, wie auf AliExpress, dir Minimum- oder Maximalpreis nennen lassen oder wie viel das mindestens verkauft werden musste. Du kannst sagen, okay, die Produkte müssen mindestens 5 Sterne zum Beispiel besitzen, dann filtert er das nochmal neu für dich. Oder kannst auch hier zum Beispiel wieder eine Nische drin nehmen, wie zum Beispiel Survival. Hoppala. Survival. Und dann deine Nische eingeben und dann wird es dir hier nochmal angezeigt. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, hier auch nochmal Produkte zu finden. Ich mache das ganz oft so, dass ich einfach wirklich nichts eingebe. Und wir haben ja auch einen allgemeinen Shop, und auf dem allgemeinen Shop testen wir auch mehr oder weniger alles. Deswegen gucken wir einfach gerade, was jetzt hier vor sieben Stunden, was jetzt hier gerade, wie gut ist, wie gut läuft, vor wie vielen Stunden es dabei ist und wie oft es schon geliked oder verkauft wurde zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz guter, ziemlich guter Geheimtipp, den ich dir empfehlen kann, thief.com. Also wie gesagt, das sind jetzt insgesamt 6 Möglichkeiten. Achso, genau, eine Sache, die ich dir noch zeigen möchte, das finde ich auch ganz cool. Das nutzen wir jetzt nicht so oft, aber es ist auch nochmal eine Möglichkeit für alle, die Tinder kennen, haben wir hier so eine Art Tinder für Dropshipping. Ganz einfach auf Thief Swipes gehen. Und dann kannst du entweder mit der linken Maustaste oder mit der rechten Maustaste dir nach links oder rechts swipen. Und alles, was du zum Beispiel cool findest, kannst du nach rechts swipen. Alles, was du nicht cool findest, nach links. Und genau, dann kannst du dir das später in deinem Profil einfach anschauen, was du geliked hast zum Beispiel. Und dann kannst du später nochmal zu diesen Produkten zurückkommen. Ist auch ganz interessant, ist auch ganz cool. Aber wie gesagt, ich würde dir empfehlen, vor allem dann die Neuheiten dir genauer anzugucken und wie oft die verkauft wurden. Und dann im besten Fall noch in deiner Nische zum Beispiel, falls du eine Nische hast, falls du einen allgemeinen Shop hast, gerne auch mal ganz allgemein suchen. Und so viel dazu. Also das waren jetzt 6 Wege, wie du profitable Produkte für dein Business finden kannst. Wie gesagt, falls du möchtest, haben wir dir schon ein Dokument vorbereitet. Das ist völlig kostenlos, das kannst du einfach runterladen. Wie gesagt, in der Produktbeschreibung, in der Infobox findest du dann ein PDF,
die 187 profitablen Produktideen für dein Dropshipping-Business. Lad sie gerne runter. Ansonsten setz gern das um, was du hier gerade gelernt hast. Schau dich mal auf den 6 Seiten um und guck mal, was du für deinen Dropshipping-Store machen möchtest. Falls du noch keine Idee hast, was du verkaufen möchtest, in welche Richtung oder Nische du gehen möchtest, konnte ich dir hoffentlich vielleicht auch hier eine kleine Inspiration geben. Ansonsten tob dich einfach mal aus, hab viel Spaß und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Dropshipping-Business. Ciao. We'll be right back.